Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank. Es ist ja eine grundsätzliche Frage, auf was können wir uns heute überhaupt noch verlassen? Ich meine, wir leben ja wirklich, man muss es sagen, in verwirrenden Zeiten. Es ist ja einfach nichts mehr so, wie wir es gewohnt haben. Wir haben es heute, wie wir es gewohnt waren. Wir haben es heute Abend schon gehört. Trump hat uns einfach völlig aus der Spur geworfen. Gerade wir Deutsche können das überhaupt nicht fassen, dass der wirklich US-Präsident ist. Es ist ja auch bizarr, ne? Ein Milliardär, der sich für die Rechte der Arbeiterklasse einsetzen will. Das ist ungefähr so, wie wenn der Winterkorn von VW sagt, tja, ich habe überhaupt kein Auto. Gut, man muss sagen, es ist natürlich, muss man sagen, schon auch ein gewaltiger Gegensatz. Gell? Merkel und Trump, ne? Auf der einen Seite Konzeptlosigkeit, hohle Phrasen, Größenwahn. Auf der anderen Donald Trump. Natürlich, klar. Ja, nein, ich meine, ich sage, ich komme aus Bayern. Ich sage Ihnen wirklich, ich war hautnah dabei bei diesem sogenannten historischen Auftritt der Kanzlerin im bayerischen Bierzelt. Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, sind ein Stück weit vorbei. Ich meine, was heißt das? Ein Stück weit vorbei. Gerade hier im Kölner Bahnhof frage ich das. Entweder der Zug ist da oder er ist weg. Okay? Da sagt auch keiner, Sie haben den Zug ein Stück weit verpasst. Ein Stück weit vorbei. Das ist ein Satz von, sage ich mal, fast schon Schulzscher Klarheit. Okay? Gut, man muss jetzt natürlich zu Merkel sagen, protestantische Pastorentochter, in Hamburg geboren, in der DDR aufgewachsen. Was will die letztlich überhaupt in einem bayerischen Bierzelt? Okay? Die passt dahin wie ein Eisbär in die Sauna. Okay? Und dann noch dieser Maßkrug, da auf allen Fotos der Maßkrug mit Spatenbier. Spatenbier ist, kann man sich jetzt in Köln nicht so vorstellen, aber Spatenbier hat in München ungefähr den Weltruf wie Düsseldorfer Alt im Kölner Karneval. Der Seehofer hat ja auch angeblich in diesem Bierzelt dann mit Mineralwasser zurückgeprostet und gesagt, Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie kein Bier trinken, trinke ich auch keines. Gut, ihr Satz ist noch weitergegangen. Okay? Sie hat gesagt, wir Europäer müssen unser Schicksal jetzt in die eigene Hand nehmen. Und das ausgerechnet von ihr, okay? Die mit erzwungener Sparpolitik Brüsseler Intransparenz und Bankenrettung auf Steuerzahlerkosten Europa gespalten hat, wie keiner vor ihr, will für das Schicksal Europas kämpfen. Sie, erzählen Sie das einmal einem griechischen Rentner. Okay? Ich hab's noch vor Augen, die Bildschlagzeilen. Die stinke, faulen, pleite Griechen machen Europa kaputt. Die faulen Griechen, Stinker. Hey, war wahrscheinlich nicht so gemeint. Okay? War ja auch nicht so. Waren ja auch nicht die Griechen mit dem Euro in Griechenland. Es war damals eine Clique krimineller Politiker mit tatkräftiger Unterstützung dieser Monsterbanker von Goldman Sachs. Die haben das eingefädelt, das Griechenland. Natürlich. Okay. Die haben das eingefädelt, dass Griechenland den Euro kriegt, obwohl die Stabilitätskriterien nicht passen. Und an der Spitze von Goldman Sachs damals Mario Draghi, der jetzt wieder dasteht und sagt, was habt ihr für ein Chaos, wer hat euch da beraten? Es waren wir, habe ich vergessen. Okay? Das war immer gemeint, wenn sie gesagt haben, die Lage in Griechenland hat tragische Züge. Okay? Da sollst du keinen Zorn kriegen, wenn dieses Brüsseler Kartell behauptet, sie würden eine Friedensidee verfolgen. Um das hier geht's. Hierum geht's. Weil in letzter Zeit immer wieder so viel von unseren Werten geredet wird. Da stellt sich unweigerlich die Frage, was sind unsere Werte? Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist zum Beispiel so ein Wert. Wir alle wollen absolute Ehrlichkeit. Klar. Aber wenn die Ehrlichkeit dann einmal wirklich so richtig schonungslos zutage tritt, dann wollen wir es ehrlich gesagt auch wieder nicht. Geht schon bei den banalsten Dingen los. Ne? Der Klassiker in der Beziehung. Sie fragt, bin ich zu dick? Er sagt, ja, ist schon aus. Okay? Oder weil sich jetzt bei Audi wieder alle so wegen Dieselgate aufregen. Ne? Unsere Autokonzerne haben uns beschissen. Wo bleibt da die Ehrlichkeit? Ich muss sagen, ich habe mich da nicht so echauffiert. Sag ich wirklich. Ich habe mir das schon vor einigen Jahren gedacht, wo es da mit diesem Auto gekommen sind, das an jeder Ampel ausgeht. Da waren auch Audi waren mit die Ersten. Die haben gesagt, das ist super für die Umwelt. Die neueste Entwicklung, made in Ingolstadt, haben sie uns erzählt. Mein erstes Auto vor 30 Jahren, du, was? Es ist auch schon an jeder Ampel ausgegangen.
Siehste! Siehste! Und nicht nur an der Ampel, das ist noch überall ausgegangen. Verstehst du? Es hat noch gar keine Ampeln gebraucht, dass es ausgeht. Das war eine Technologie, auf die hat man sich noch 100% verlassen können. Wir mussten noch keine Nebelkerzen zünden wie heute Audi. Wir haben nur die Zündkerzen trocknen müssen.